Hello and welcome to King's Road. Und heute sind wir wieder nicht allein, sondern haben wir wieder unseren kleinen schnuckeligen Niki dabei. Wo ist er? Da, mitten in der Menge. Hallo. Und wir haben uns einmal ausgemacht, dass wir sagen, dass der Niki einfach einmal, dass wir heute einmal mit Niki seine Level weitermachen. Und jetzt da frage ich mich eigentlich gerade nur eins, wo zur Hölle sind wir stehen geblieben? Mir ist eigentlich egal. Ah ja, ist ja egal. Du brauchst einfach nur draufklicken, das letzte Level zeigt 10 und bin ich dumm. Ja. Fahren also, wir geht an? Los? Hab noch nichts gekriegt? Alter, ja, das neige Chat, der ist so richtig scheiße. Muss ich auch mal sagen. Ja, okay. Irgendwie finde ich, er blockiert die Sicht. Ja. Reist an den neuen Ort. Ort. Gut. Kann. Ich weiß nur am Anfang auf die. Ja. Oh, ein bisschen weitergegangen. Ah, oh, doch ich. Ja. Ich bin hier. Und ein Geist. Ja, keine aktiven Chats. Wir sind verschwindet. Was ist? Offensichtlich hält er besser schwer. Oh mein, yeah, Levelaufstieg! Warum ist die fertig? Was? Oh. Und diesmal steigst du nicht schneller auf, wie ich nehme jetzt nicht mehr an. Erfahrungstrag. Ah, das scheiß Ding nervt doch. Kann nicht sein, dass wir halt mies gelaunt sind, so wie es ausschaut, wenn wir einfach jeden Scheiß beschimpfen, aber ist nicht so. Ich wollte tippen. Boah. Ich sehe gerade, dass es ein Boss ist. So ein kleiner Boss. Ja, ist das eh. Meine Stiefel. Da. Bleib da! Bald fang ich schon, wenn ich aufsteige. Brauchst zwar mein Level ab. Hey, jetzt geht es sogar und sag, wo du bist, mit einem Fall. Was? Wenn ich jetzt sag, wo du bist, mit einem Fall. Ich weiß eh. Das ist gar nicht gewusst, das war voriges Mal erster. Jetzt scheint es gerade ein bisschen zu hängen bei mir. Ich weiß gar nicht, wieso. Ich geh auf den Großen. Übernimm du mal die Kleinen. Okay. Scheiße, hab ich erwischt. Ja, jetzt ist der Level aufstehen. Schau mal, was in der ausgezeichneten Truhe ist. Scheiß drauf. Und ich bin noch schlechter als Schwert. Yippie. Da bin ich Handschuhe. Wie zur Hölle kann mein Inventar schon voll sein? Was ist das? Aha, aha, ich hab das Ding nicht rein, da, ich fui Taukel. Ups, Esma. Was macht der Ring? Scheiße ist er. Hast du die Kisten aufgemacht? Ja. Muss ja aus. Nee, warte auf deine Mission mit Kisten öffnen. Nee, war es, keiner hat ein bisschen schlauer gewesen sein. Aber. Ist ja egal. Wir haben vorhin immer vorhin steh als Bogenschütze. Ja. Deine Attacken schauen irgendwie voll geil aus. Ich so Bogen gespannt und geschossen und du. Ha! Wusch. Ach du meine Güte, das Viech ist arg. Eh. Ma. Der komische Blitztyp hat mich die ganze Zeit angeschossen. Nein! Oh. Hat der vergessen. Alter.
Das will das haben. Oh, super kritischer schon. Oh, den hast. Weggeschnappt. Ey, da kommen noch eine kleine Giftspritze raus. Er kommt schon wieder vorne an der Front. Und die bleibt da schön hängen. Ich glaube, es kann ja sein, dass man mal geklickt hört. Das muss man nicht. Ah. Deswegen habe ich gerade den Namen gesehen. Haben. Oh, nein, es ist ja ein Glück. Überragend. Ja, die haben die Puppe zerstört. Diese Monster. Komm, ich hab dich schwach. Ja, wieso habe ich keinen Dingschuss machen können? Boah, deswegen. Also, wo hab ich den gemacht? Das hab ich gerade nicht gesehen. Eins von beiden. Haben wir alles eingesammelt. Dann gehen wir weiter. Folge der Fahne. Und frage mich, übelst verseuchter, wie heißt es, Sumpf und überall stehen so eine schönen Flaggen. Meine, das finde ich so gemein. Du greifst tausendmal schneller an wie ich. Ich geh auf den Grausen wieder. Ich helfe dir. Oh. Wie sehr wohl er betäubt hat. Wusch. Apfel! Apfel. Ah, scheiße. Lieber Ruhe, du kleiner Fettwanz. Okay, eins muss ich zugeben, wir hören. Ich höre mich sozusagen heute ein bisschen böse an. Liegt an die stärkeren Gegner. Dann wirst baden gehen. Im verseuchten Wasser. Oh, großer Lavalisk. Das ist ein Scheiße, habe ich umgebracht. Oh, eine Höhle. Ey, da kommt jetzt der Boss. Soweit ich weiß. Ha! Überragendes Thronset. Nee. Böse. Kommt da jetzt nicht der Teufel, soweit ich weiß? Jo. Komm her. Hallo? Ah, na, der Typ da. Ist ja nur der da. Schnell, 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 schnell! Geh du vor! Ich halte die anderen Typen vom Leib. Okay, jetzt können wir wieder zusammen drauf gehen. Oh, das ist nicht gut. Na scheiße, kein Mana, ich brauch Mana. Ja, kein Mana mehr. Okay, ja. Na, du hast den umgebracht. Oh. Also, nee, ist ja noch Gegenstand da. Dann auch mal kurz. Was habe ich ein Schwert gekriegt? Was, wenn ich das anlege, habe ich noch die Geifel schon wie vorhin. Was? Ich habe gerade ein Schwert gekriegt, was extra schon macht. Du hast jetzt gegen mein jetziges Schwert austauschen, wo ich gleich viel schon wie, wo ich gleich viel schon wie sonst. Geil. Aha. Schwer. Überragender Ring, den was ich noch nicht hoben kann. Erst in zwei Folge. Was haben wir gekriegt? Leute. Aha. Gut. Das, was jedermann braucht. Apfel. Niklas, jetzt haben wir eine ganz, ganz wichtige Frage an dich. Was magst du lieber? Äpfel oder Bananen? Äpfel oder Bananen?
kann ich nicht sagen, was ich mehr mag. Also ich Äpfel, die gibt's auch in Kings Road. Okay, ich klicke einfach mal auf Level beenden und schauen wir mal, ob sonst der Niklas noch anzockt. Und Level beenden. Bei mir lodert es einmal wieder. Jetzt spielen wir noch. Ah, jetzt muss ich kurz einmal schauen, wie lange wir schon aufnehmen. 10 Minuten, okay. Eins geht sie wahrscheinlich noch. Yeah, jetzt kann ich irgendwann mal was Neues tun. Mehr ja, Nikes passives Zeug. Fähigkeit. Den Scheiß baue ich so hundertprozentig nicht. Fertigkeitspunkte kann man sich ja kaufen. 5 für 1200, what the fuck? 50? Oh, 50, 10.000, naja. Das ist falsch. Na, das haben wir schon. Sehen wir das auf Destin an, Thomas wird 12. Lebensstil, Stahlprozent. Ich bin auch nicht hier, oder Stärke? Ah ja, ich kann ja. Ja, was nehmen? Das magst du mal machen. Schock. Ich tue das auf. Ah. Scheiße, schwer. Fernangriff? Nein. Ausweichen für Fernangriff. Ne, das ist eine scheiße Frage. Müssen wir mal. Mana braucht man auch. Und schon wieder ist der komische Chat offen. Wie es gerade ausgeschaut hat. Dann gehen wir zum Chest der Buggy. Dann mal an den Scheiß da rein. Ich möchte den Baum nicht weg tun. So viele schöne Erinnerungen. Hey, können wir. Den können wir entsockeln, fällt mir gerade auf. Ich weiß jetzt nicht genau, wie man Sockel wechseln. Wo haben wir den Scheiß da? Und wo ist meiner mal? Ist er da? Ja. Ja. Da. Was müssen wir da reinhauen? Da? Na, da. Warte, das schauen wir uns genau an. Zuerst gehen wir mit oben. Ich komme jetzt gerade verfolgt vor von dem Typen. Interessiert. Dann gehen wir da her. Gegenstand, Sockel wechseln. Wie kann man da einen Sockel wechseln? Was muss man da rein tun? Zurück. Daher. Auf den Scheiß tun. Steinpulver. So wie Arme gekriegt. So meine Missionen gespielt habe. Sockel wechseln. Na, scheint da nicht so zu sein. Aber ich kann 22 nehmen und da rein. Okay. Das ist zu hoch für mich. Dazu bin ich nicht intelligent genug. Verkaufen wir das. Mal gut. Verkaufen? Wir haben eh genug Äpfel. Da, ja. Der Nico macht Facecam. Der Nico macht Facecam? Ja, der macht Facecam. Okay, wo, jetzt holen wir lieber Niklas. Normalerweise spielen wir ja noch ein zweites Level vom Niklas. Oder sollen wir jetzt da lieber noch zuerst ein Level von mir spielen, Niklas? Was sagst du dazu? Ich will spielen jetzt ein Level von dir. Okay. Er wird da sein Geld ausgeben. Gut. Also als nächstes haben wir den komischen Verlies-Typen so weit. Na, das ist ja das Verlies gewesen. Ja, und das da ist. Ah, die Mauern. Alter, Niklas, magst du was wissen? Ja. Nach dem Typen kommt noch einer und dann kommt der Endboss. Und dir kommt noch. Wenn haben wir da kommt den Scheiß-Typen da? Ja, den haben wir schon. Wer ist der da? Ja, der da glaube ich. Und der da? Nein. Der. Bei dir kommt das nächste, der komische Teufel da. Also fangen wir einfach an. Bei mir kommt jetzt die Befestigungsmauer an. Wir spielen es auf normal.
Wieso? Jetzt habe ich mir gerade verlesen und es gibt ja verschiedene Orten, Schwierigkeitsstufen, wie du spielen kannst. Auf normal, heroisch und noch irgendwas, legendär oder irgend sowas. Und bei Her statt heroisch hab ich Heroin gelesen. Okay, fangen wir an vom zum Lesen. Peter Pirate. Aldus ist der dritte Verdammnisbote des Todesschleiers. Er ist Adamas persönlicher Templer. Ah, jetzt kommt ein Tempel. Ah, nicht schon wieder. Immer das Kirchenzeigs da. Sir Caleb, wenn wir eine Hoffnung haben wollen, Prinzessin Emma zu retten, musst du ihn besiegen. Fortfahren. Aha. Er zerstört doch schon wieder die ganze Einrichtung. Glaubst du, das ist nicht. Oh, Kristallpulver. Was ist Kristallpulver? Jetzt kommt er schon wieder mit der ganzen. Sind eh noch eine Gargoyles, Mann. Was hast du denn Angst davor? Die haben wir ja schon besiegt. Oder ich hab sie schon besiegt. Sagen wir so. Wieso erinnert mich das gerade an Dark Souls 2? Da gibt es nämlich so einen kleinen Minibus. Bus. Wir müssen wirklich ein Spiel machen, da was auch, wo der Endboss ein Bus ist. Apfel. Da ist noch was. Vielleicht können wir sie eingefrieren. Das probiere ich gleich am nächsten. Nein, jetzt brenne ich schon wieder. Die sind tot. So sind tot. Eingefrieren geht sogar. Vielleicht sollte man sie anzünden, nicht eingefrieren und springen sie. Oh, wow! Ich schieß da einen Feuerpfeil und verreckt mich schon wieder fast alle. Aber das finde ich gut. Ey, unter uns sind auch noch eine. Ich war. Wir wollen keine Post haben! Oh, Triple Kill. Triple Kill. Oh, Kiste. Kann ich mir nicht leisten! Ich bin pleite! Du wirst doch gerade geschlagen von Typen! Okay, der eine hat. Wie es ausschaut, dass du bist die Zeitlupe bekommen. So wie zum umsonst Mana verschwendet. Wenn mir das deine echt passieren, die sticht gerade einer Fuges in deine Magenhöhle ein mit einem Messer. Oh, ich bin gerade zusammengestochen, scheiß drauf. Hast du Hilfe? Nein. Hast du jetzt schon die Kisten aufgemacht? Ja, ich hab's. Wieso krieg ich so viel Steinpulver, verdammte Scheiße? Jetzt habe ich Kristallpulver und Steinpulver. Ja! Mach mal Schwarzpulver draus! Und jag mal die ganze Buden in die Luft. Oh, nicht schon wieder. Hoho! Ich glaub, du hast ihn zerschreckt. Du wirst kein Problem haben mit mir, wenn du so weit tust. Nehmen wir am wunderschönen alle Gargoyles weg. Yippie! Ey, das ist wirklich extrem. Ah ja, mein XP-Traum kann ich nehmen. Oh, jetzt werde ich gerade zusammenboxt, aber wen interessiert schon wieder? Geh weg. Alter, weißt du, was ich eine Frechheit finde? Dass die eine kleinen Clankinder eine Rüstung anziehen und uns in den Kampf schicken. Das denke ich mir die ganze Zeit bei den kleinen Typen da. Hab ich nicht gerade an der Hut aufgehoben? Okay. Nur oh, Steinpulver. Gut sind, dass du mich nicht an. Ja, schau, warte mal, komm mit. Da springt gleich wieder eine auf. Das weiß ich was mit dir. Wenn wir da drüben sind. Ja, schau. Kümmer du dich um die Kleinen. Wow, das war. Ja, schon wieder ein XP-Traum. Meiner, meiner, meiner. Oder was ist das? EXP?
Ja, eine gleiche. Oh, scheiße. Hilfe? Was, Hilfe? Okay, geh wieder. Wusch. Alter, ich hasse den Typen. Sifareka. Alter, die das faced. Schauen wir einfach mal. Ah. Alter, war rosa Grübe. Ah. Wow. So facepostet. Ja, siehst du, so wie gesagt. Hey, geil. Zufällig. Mami. Hast du Hilfe? Ah, okay. Du sagst denn überhaupt nichts am Anfang. Sieht nur, wie dein Leben ein bisschen langsam overgeht, aber denk mal, er prügelt sich eh nur mit den kleinen Kindergartenkindern da. Die muss manchmal mit uns auf Stein, mit uns mit Steine bewerben. Geil, was ist? Ich will hoch! Yeah! No one! Kann ich den stapeln? Nein! Gegenstand wegschmeißen. Es ist jetzt gerade sowas von böse, aber ich nehme den Trank da. Leid mir zusätzliche kritische Treffer. Alter, was machst du da alles? Jetzt aber ernsthaft. Komm mit mal. Da unten gibt's auch was. Wo geht's jetzt lang? Da hin. Ah. Siehst du? Schwitzer, du. Soll ich dran verrecken? Wow! Ich geh einfach nur auf den großen da. Ja, Attacke bitte von dir. Wusch. Was soll ich jetzt geil finden? Pro Angriff krieg ich Mana dazu. Oh, Alter! Weißt du, wie schnell mein Mana aufsteigt? Alter, wow! Boah, das muss ich verbessern. Was ist? Ah, gekommen. Jetzt aber nicht ernsthaft, lasst uns einmal in Frieden. Wir wollten da nur ganz normal eine Ferien verbringen. So ein Schloss da. Und nachher kommen da so eine kleinen komischen hässlichen Dinge aus dem Schrank. Alter, lass dich das frei! Ich kann nicht! Ich darf ihn danke. Okay. Mein Kobold! Wie viel brauchst du noch XP aufs nächste Stufe? Ein paar. Wie viel? Ich bin bei über 50%, noch über 50%. Ja. Ich glaube, du kommst dir gerade verarscht vor, wie ich da alle wegnehme. Können die Gargoyles nicht verschwinden? Irgendwie, wenn du deine Gargoyles ins Gesicht schaust, schauen die etwas hässlich aus, muss ich aber jetzt eigentlich wirklich sagen. Endlich ja noch. Da drüben geht's auch noch weiter. Stirb. 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 Ich geh auf die Typen. Du kannst gern die Statuen kaputt machen. Wer ist denn noch so einer? Ah. Ich muss die Statuen weg tun, das ist eine größere Bedrohung als die Gargoyles da. Alter, bleib mir so! Sie schleichen sich irgendwann von hinten an und beißen sich dann Popo weg. Gehen wir da auf, Fee. Alter. Boah, ich hasse die Typen, die hauen mich immer so weg. Kriegst du einen Pfeil in die Magengruben. Ich hab so eine geilen Edelsteine gekriegt. Die kann ich ab. Was krieg ich da? Okay. Hilfe! Ja, ich komm schon. Ich hau da schon meine ganzen Pfeile rein. Wusch.
Ich werde jetzt am Ende so ein Geheimweg gehen oder einen Umweg. Oder so. Eins von beiden. Ah, ihr seid so böse! Oh, oh! Okay, jetzt nicht. Da kommt der Boss! Kill mir den! Wart, von der Ferne, so kommt er! Du bist tot. Du meine Güte, wieso sind die kleinen Viecher so überpowered? Oh, wir müssen die ganzen Magier umnieten da. Die muss gut alle Magier hin. Ja, und ich halt die ganz kleinen Kobolde auf. Ich hab gedacht, werden das immer mehr oder nicht da? Also, ne. Der fette kommt! Wow! Das schaut richtig blöd aus. Irgendwie hat das Mikro dann Brominator an paar Profile. Wow, 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 na! Alter! Warum die Hebe auch jetzt wieder beobachtet? Alter, vorher hat er viel wenig abgezogen, auf einmal zieht er 30 mal mehr ab. Entweder wird er stärker, falls er Schaden kriegt. Ja, ich kann ihn auch betäuben. Oh, hat nichts genutzt. Wow! Ja! Wow, weg mit den Vier da! Weg! Weg! Du wirst gerade zusammentrauschen, pass auf! Aber irgendwie finde ich die Kleinen richtig nervig. Bitte ein Schwert! Geiler Horn. Muss er Horn. Für was brauche ich Horn? Muss er Horn. Mach schon, ich hab den Scheiß gar nicht heiß, den brauch ich nicht da. Was, für was ist ein Horn gut? Ich kann kein Schwert. Schenkt's dem armen Kind doch ein Schwert. Ey, lauf mit einem Level 11 Schwert um. Ey, geil, Dingskristall gibt's an. Öffnen. Yeah, 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 yeah. Trank, erneut 50% deiner Gesundheit abnimmt. Boah, einen Trank krieg ich, ja, danke. Da wäre das Horn noch besser. Ich will ihn jetzt fräsen nicht können, aber ihn interessiert. Fertig, danke. Das ist immer... Gut, von mir aus können wir gehen. Immer weg von dem Ort. Die Kristalle nerven. Mehr als Diamanten wie bei Minecraft, noch keiner ist da drogen. Also kriegt man von Level 10. Komm schon, ja, 5 Kristalle, jetzt kann ich mir das nächste Mal einen neuen kaufen. Jetzt muss ich noch schauen, wie viele Minuten wir haben. Machen wir es einfach da. Ah, 30 knapp. Soll ich mir jetzt noch eins zu deinen Level spielen? Ja, würde ich schon noch sagen, okay? Ja. Aber jetzt kommt wieder eine kleine Geschichte. Nicht einmal, aber doch. Sir Caleb, Grix ist der letzte Verdammnisbote. Besiege ihn und befreie die Prinzessin. Na, keine Lust. Hast du Lust? Nee. Na. Oh, der Adamar, okay, der ist geil. Der ist cool. Eigentlich mal ein cooler Typ. Adamar, der dunkle Fürst. Nein, es ist zu spät für deine treue Prinzessin. Ihre Seele gehört mir. Ich habe ihre Seele verschlungen, so wie ich deine verschlingen werde, wenn ich dich besiegt habe, Held. Okay, das ist dann immer so cool. Artilorian. Er lügt, sie kann nicht tot sein, unsere Prinzessin, unsere Königin. Sie muss am Leben sein, Schnief. Oh, ah, schön. Sabra. Sie ist fort, liebes Kind. Ist ja gut. Wir müssen stark bleiben für Elderstone. Schließen. Hey Daniel, wie viele Gesundheitspunkte hast du eigentlich? Was? Wie viele Gesundheitspunkte hast du? Ich? Weniger wie du. Anders macht 120. Wie viel? Jetzt 3005. 3005? Ja.
Ah ja, schaut euch einmal an, was der da hat. Der hat einfach überragendes, so was ich nicht hab, aus einem Ring. Zwei fucking Rings. Und ich hab 75 Mana Punkte. Dafür hab ich jetzt 4 Kristalle. 4. 4. Hm. Ich hab heute noch überragend Zeug. Wie können die denn opfern? Kann ich die irgendwie drauf? Ich verstehe das einfach noch gar nicht da irgendwie, wie der Scheiß funktionieren soll. Vielleicht auf Evolution. Yay! Oh! Oh! Aha! Da können wir so hin tun. Da geht's. 30 Pulver habe ich aber noch nicht da. Siehst du? 30 Pulver. 3. Probleme haben die aber auch nicht, oder was? Schauen wir da noch mal rein. 14 haben wir erst. Boah. Kann man Steinpulver graben? Steinpulver. Oh, boah. Da fahre ich wieder. Ist kaputt. Gut. Da geht's so. Stahlpulver, Steinpulver. 5, Alter. Ein bisschen überteuert sind der war, muss ich sagen. Ja, funktioniert nicht. Haben wir den Scheiß einfach weg, ich hab keine Lust, den mitzuzahlen. Können wir heute machen, wie wenn. Gehen wir da her. Was sollen wir jetzt mit den fucking Juwelen anfangen? Stierpünktchen. Das hat man gerade blaue spezial ausreichen. Den finde ich am besten plus 0,2. Kann man eigentlich noch anders anfangen mit dem Sockel wechseln? Nee. Nee. Zurück. Sockel. Ah, eigentlich geht da mal was. So, immer die Karte, ob ich die überhaupt auf? Ich glaube schon. Kann man rein tun? Und was? Hallo? Ich kann nur rote Sachen auf und tun, wieso können wir rote? Ich will wieder blau. Okay. Das da? Ja, das geht auch. Soll ich mal machen? Ich bin mal jetzt hier, aber das könnte uns vielleicht nützlich sein. Dann mal zockeln. Wir haben was gemacht. Oh mein Gott. Zockeln, können wir noch mehr machen? Da. Dunk. Zockeln. Schulterpanzer. Jetzt haben wir drauf. Feuerschaden. Ausweichchancen geht nicht. Zockeln. Yay. Gesockelt. Fertig. Genau, Nummern, ja, wie Nummern, überragende Nummern. Ah ja, Oma. Kriegt man da drauf. Dann tun wir den aussockeln, können wir damit aussockeln. Und mit Rot, okay. Dann bin ich noch traurig. Gut, jetzt haben wir so lange nichts mehr vom Niklas gehört, jetzt muss ich nachfragen, ob er noch da ist. Ja, das ist so. Schaut. Gut, aber ich glaube, jetzt müssen wir schon leider aufhören. Hm. Oh. Leider. Also, aber wir werden jetzt wahrscheinlich noch eins hintereinander aufnehmen, bis wir das fucking Spiel durch haben. Boah, das Reden der Zeit ist so gemein. Gut. Aber ist ja auch egal. Und ich sage an der Stelle ciao. Hat mir tatsächlich gefallen und. Heute bis zum nächsten Mal. Möchte der Niklas auch noch was sagen? Ciao. Okay, vom Niklas auch ciao. Und tschüss.